Jo Leute, was geht ab? Und Alpine hat vorgestellt, das Pink ist zurück in der Formel 1. Ich freue mich natürlich, auch wenn es nur teilweise ist und die ersten zwei Rennen nur komplett Pink. Aber dazu vieles mehr, was alles beim Launch passiert ist. Wir starten rein. Es war zuerst mal eine Enttäuschung, weil es nur ein Showcar war, aber es war eine ziemlich plausible Erklärung. Ja, ist klar, morgen starten oder beziehungsweise heute starten die Testtage und man hat dann auch schon vorgestern das Auto nach Barcelona gebracht, um dort halt die Tests für die Testtage zu absolvieren. Ja, dann kam so die Frage, pink oder blau? Und ja, es wurden zwei Autos vorgestellt. Wir gucken uns mal das. Ich dachte mir dann schon, oh ja, es wird auf jeden Fall ein Teil pink dabei sein. Ich habe mir ein bisschen einen schöneren Verlauf, um ehrlich zu sein, gewünscht. Also man sieht auch hier bei den Bildern so, es ist eher so teilmäßig, immer nur angeklatscht. Also man hat theoretisch so die roten Elemente so mit dem pinken einfach getauscht. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Wir werden aber auch natürlich jetzt aufs Design eingehen. Was mir auffällt, ist auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal aufs erste Bild und hier fallen mir auf jeden Fall mal die Kühlschlitze an der Seite auf. Hier wurden nämlich auch online die Originalbilder schon für den A522 veröffentlicht. Und man fällt natürlich mal auf, wenn wir auf Design gehen, der Frontflügel sieht ziemlich nice aus, muss man sagen. Mit diesen pinken Elementen mit BWT drauf, auch im abgestimmten Blau, finde ich ziemlich cool. Wenn wir da weiter nach hinten gehen, man hat auch ein bisschen... ja, guckt euch das mal an, so diese Reifen nachgeahnt mit innen, finde ich auch cool, hatten wir noch nirgendwo. Die Abdeckung in Pink ist cool, also dieser Lufteinlass ist ziemlich schön. Auch diese kleinen Akzente, auch der Heckflügel komplett in Pink gefällt mir. Nur was mir gar nicht gefällt, sind diese Seitenkästen. Also sorry, aber so ein hässliches irgendwas. Also man hätte ja vielleicht hinten die Spitze leicht irgendwie verlaufend machen können. Man hätte vieles machen können. Aber warum sowas? Warum so einen halben Seitenkasten irgendwie anmalen? Das sieht aus, wie wenn es ein 12-Jähriger designt hätte. Sorry, no front oder so. Ich bin ein Riesenfan des Teams. Ich habe das letztes Jahr geliebt, das Auto. Wirklich, ich muss sagen, ich habe das Auto gehypt bis zum geht nicht mehr. Und ja, man muss halt sagen, auf jeden Fall auffällig sind mal die Seitenkästen. Diese Schlitze, diese Kühleinlässe sind sehr auffällig. Ähnlich wie beim Aston Martin, aber natürlich wieder komplett was anderes. Zum Beispiel, wie gesagt, beim Aston Martin, beim Ferrari hat man es auch teilweise diese Kühlschlitze. Ob das im Gegensatz zu, zum McLaren oder auch zu Mercedes, die das nicht so ausgeprägt haben, hilft, weiß ich nicht. Also, wir werden das auf jeden Fall heute noch sehen. Ich weiß nicht, ob Testergebnisse veröffentlicht werden. Ich denke schon mal, man wird auch am Anfang nur mal so Systeme checken. Irgendwie so das Auto mal am Laufen halten. So Belastungstests, ob sie überhaupt standhalten und so. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, weil es ist ja wirklich das erste Mal, dass so auf längere Zeit getestet wird. Also man kann, glaube ich, von 9 Uhr bis 12, dann ist irgendwie so eine Mittagspause und Nachmittag auch noch 2-3 Stunden. Und das ist natürlich dann schon hilfreich, wenn du siehst, so ja, das funktioniert so, wie man es in der Fabrik und so weiter gemacht hat. Ich bin es auf jeden Fall gehypt. Ich bin auch sehr gespannt. Also es werden ja keine Medien, keine Journalisten, nichts an der Strecke sein. Keine Live-Übertragung. Es wird natürlich trotzdem ein, zwei Live gehen, denke ich mir mal, wenn es ein Mitarbeiter oder so ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Alfa Romeo, die ja so am Sonntag launchen werden und die sind ja, glaube ich, von heute bis Freitag oder Samstag sind die Tests, also 23 bis 25 sind die Tests. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die im Tarnlook fahren werden, weil er am Sonntag erst vorgestellt wird. Und ich glaube von, irgendwas um 13. März rum ist dann die zweite Testwoche. Aber jetzt gehen wir mal hier zurück. Davon abgesehen, ja, fällt auf den ersten Bildern erstmal keine besondere spektakuläre Lösung auf jeden Fall. Man muss sagen, das Auto ist an sich so, ja... eigentlich so Standard, die Nase auch eher so an Standard angelehnt. Gehen wir mal aufs zweite Bild, da sehen wir nämlich auch die Nase ein bisschen besser. Hier von vorne ist das Design traumhaft schön. Ein paar pinke Akzenten, ein paar blaue Sachen. Das Blau ist sehr schön, muss man sagen. Auch die Nase ist sehr rundlich. Das Design selbst gut ausgeführt. Die Lufteinlässe sind ein bisschen länger, breiter und schmäler, wie bei den, wie im Vergleich zu manchen anderen. Bei Mercedes circa gleich groß. Natürlich, man hat hier nicht hundertprozentig die gleiche Lösung gefunden, aber das ist auch klar. Gehen wir ins nächste Bild. Und da haben wir es seitlich von hinten und hier sehen wir halt ganz, ganz klassisch diese Lufteinlässe. Man hat hier an dieser Beugung und auch an dem Seitenkasten Lufteinlässe. Ist das natürlich auch eine Lösung. Der Heckflügel, auch keine besonderes, irgendwie so dieses Pömpel hier wie beim McLaren oder so gar nichts. Und ja, bei Alpine ist man anscheinend einen ziemlich, ja, konventionellen Weg gegangen. Also, konventionellen Weg. Also, das ist nicht so, man hat sich nicht viel
oder man wollte halt nicht zu viel drüber gehen, man wollte jetzt keine Experimente machen. Es soll ein solides, stabiles Auto sein, das die Regeln erfüllt. Und ich denke mal auch, die Euphorie bei den beiden, also auch bei Ocon und bei Fernando Alonso, die war ziemlich groß, die sind da echt gehypt drauf, die hoffen, dass man jetzt endlich mit dem neuen Aggregat was machen kann. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich da alles machen kann. Wir gucken uns mal das Auto an. Da sieht man auch hinten, da geht es nicht komplett runter, wo die Nummer und diese Frankreich-Dings draufstehen. Geht es nicht komplett runter. Man hat da ein bisschen eine Ecke gelassen. Ob es jetzt nur für die Nummer ist, ja, es sieht für mich nicht ganz rund aus, weil dieses jetzt so runtergehen, dann hast du so eine Ecke irgendwie schief drin. Normalerweise hast du ja so einen Flow runter. Es wird jetzt an der Aerodynamik nicht viel ändern. Trotzdem ist es auch cool. Mir fällt auf jeden Fall mal vorne auf bei den, wo die früher die Bartsports waren. Da ist auf jeden Fall viel Teil. Man hat da einen riesigen Lufteinlass auf jeden Fall bei diesem Microsoft und DuPont-Logo. Da geht wirklich einiges durch, verdrängt auf jeden Fall einiges an Luft. Hier haben wir den Vergleich zum Auto vom letzten Jahr. Wie gesagt, man hätte das auch so schön machen können, statt rot-pink. Das wäre so cool gewesen, aber nein, man musste da diesen... Das Auto wäre echt schön geworden mit diesen pinken Akzenten und so weiter. Aber gerade diese Seiten, ich kann es nicht verstehen, Leute. Gefällt euch das Design? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jeder Vergleich von hinten, fast ein identisches Bild vom letzten Jahr. Ziemlich interessant, dass man da bei denen immer das Gleiche irgendwie launcht. Wie gesagt, vom Design her, heckflügelmäßig, man hat sich da auch weniger getraut. Letztes Jahr war da auch noch sowas drauf. Aber man kann da sowieso keine Vergleiche. Genau, jetzt zur Erklärung, man wird die ersten zwei Rennen, Bahrain und Saudi-Arabien, mit diesem pinken Auto fahren. Also Dankeschön für BWT, dass sie ja jetzt auch namensgebender Hauptsponsor sind. Und dann die restliche Season wird man mit dem blauen Design fahren. Das Pinke feiere ich persönlich mehr. Wir werden uns dazu jetzt auch natürlich noch ein paar Bilder angucken. Also alles in pink und nur hinten so ein kleines Ticken blau, ähnlich wie letztes Jahr, nur ein kleiner Ticken rot war. Finde ich ziemlich cool. Hätte ich echt gefeiert, wenn das Auto so ausgesehen hätte. Aber dann würden sie wahrscheinlich nicht so viel bezahlt haben. Deswegen gibt es jetzt noch nicht so viel. Hier auch wieder von hinten ist eigentlich das gleiche Auto. Und das letzte Bild hier so von der Seite. Okay. Und hier haben wir den direkten Vergleich zu den pinken und blauen. Man sieht natürlich, alles was blau ist, ist pink und der Frontflügel ist eigentlich gleich. So, die von oben gefällt mir die pinke Variante, wie gesagt, viel besser. Und hier den Vergleich zu Mercedes. Da fällt auf jeden Fall einiges auf. Der breitere Lufteinlass, der höhere und breitere Lufteinlass. Man hat bei Mercedes natürlich diese riesigen vorderen Bremskühlungen. Der Heckflügel an sich, ja, da fällt jetzt keine große, ja, ich glaube, das ist ein, ja, ich weiß nicht, kommt natürlich auf die Spezifikation an. Der Frontflügel an sich, der sieht mir wellig aus bei Alpine. Also da sind auch so ein paar Waves drin und ja, sonst so, ja, die Spitze ist eigentlich ziemlich gleich. Man hat, wir gucken uns den Seitenvergleich zu Mercedes an und da sind sie auch ähnliche Wege gegangen vom Seitenlass, aber die haben dann noch mehr drauf gebaut. Also gerade so, wenn ich Mercedes und Red Bull vergleiche, so hinter dem Vorderrad, hinter dem vorderen Vorderrad, also so neben dem hinteren Vorderrad, da hast du echt viel Aufbau bei Alpine, etwas dezenter bei Mercedes, aber das ist auch schon viel, wenn man sich das mal vornimmt. So, hier von vorne jetzt mal den Vergleich zum AMR22, also zum Aston Martin, und ja, da fällt auf jeden Fall mal auf, man ist eine komplett andere Form, der Aston Martin ist echt breit, geht da nach hinten und so bauchig, und der ist echt sehr zierlich, der Alpine, sehr, sehr schmal und geht auch schnell hinten, also ich kann mir da gut vorstellen, dass der gut in den Kurven liegen kann. Und auch der hat weniger Luft, der verdrängt weniger Luft. Ich finde das ziemlich interessant, die komplett verschiedenen Designs. Man hat auch bei der Nase vorne eine viel zierlichere Nase bei Alpine und so etwas breiteres bei Aston Martin. Das Design gefällt bei mir jetzt nicht gerade so in die Top 3. Trotzdem finde ich das ziemlich cool. Was sagt ihr zum Alpine, zum A522? Das Auto, mit dem Fernando Alonso und Esteban Ocon in die F1 2022 Season gehen werden. Ich finde, es ist auf jeden Fall cool. Man wollte das sehr in den Regularien bleiben. Man wollte jetzt nicht irgendwie experimentieren. So kommt es mir vor. Man hat doch nicht viel erfahren, was so im Auto drinsteckt. Aber wie gesagt, die Hosen werden wahrscheinlich nicht mal morgen oder auch heute Morgen und so bei den Tests runtergelassen. Ich denke mir, die Hosen werden wahrscheinlich dann erst bei den richtigen Qualifyings im Bahrain in einem Monat circa runtergelassen. Abonniert gerne den Channel. Am Sonntag launcht das letzte Team und dann ist diese schöne Zeit des Launchens leider schon wieder vorbei. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen oben da und schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Wir werden auch dort ein bisschen auf manche Sachen eingehen und auch auf den Testtag, falls man irgendwo was erfährt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.
listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.